Ich habe Urlaub gehabt und ich habe festgestellt, wenn ich Urlaub habe, dann lese ich nicht nur die wichtigen Artikel, sondern auch die unwichtigen. Und das ist ja echt krass, was so los in der Welt, oder? Was für Menschen es gibt. Ich habe jetzt gelesen, in Texas haben sie einen Mann festgenommen, der 3 Monate lang in Häuser eingebrochen ist, um andere Männer am Poloch zu kitzeln. Ich wusste gar nicht, dass Harald Glöckler in Texas lebt. Wie kommt man auf so eine Idee? Sitzt man irgendwann zu Hause auf dem Sofa und denkt so, oh, das könnte ich mir bei anderen auch vorstellen. Oder? Der Mann war Millionär. Der hatte ausgesorgt. Oder wie muss man sich das vorstellen? Sitzt er da und denkt auf einmal, ich habe alles erreicht im Leben. Was bleibt mir zu tun? Wie abgefahren ist das denn? Und wie absurd, oder? Man bricht in ein Haus ein, möglichst leiser, damit einen keiner hört. Dann schleicht man eine Treppe hoch, möglichst leise, damit dich keiner hört. Und dann gehst du ins Schlafzimmer, machst eine Bettdecke zur Seite und kitzelst jemanden am Poloch. Stell dir mal vor, du wirst dabei wach. Nabend. Hallo. Wer sind Sie? Oh, ich bin der Poloch-Kitzler. Aha, was machen Sie hier? Ich habe nur mal nach dem Rechten geschaut, nicht? Gut, den haben Sie jetzt auch eingelocht. Ich glaube, als Poloch-Kitzler, mit dem Spitznamen will man auch nicht in den Knast, oder? Das ist... Nein, das macht keinen Spaß, oder? Wenn du da sitzt und die alle sagen so, wie war dein Spitzname draußen? Mich nannten sie Kralle. Und ich bin der Poloch-Kitzler. Was habe ich noch gelesen? Oh, auch geil. Hitler war angeblich drogenabhängig. Hätte man auch nicht gedacht bei so einem bodenständigen Typen, oder? Da habe ich gleich überlegt, was der wohl genommen hat. LSDAP? Man weiß es nicht, oder? Das ist ja krass. So, und dann habe ich gedacht, vielleicht habe ich die ganze Zeit falsch zugehört. Ne? Vielleicht heißt es ja gar nicht Heil Hitler, sondern Hi Hitler. Das, was hat der genommen? Ne? Also rein stimmlich ist das Crystal Meth, oder? Ja. Das ist Crystal. So klingst du, wenn du nach einer Nacht aus dem Berghain rauskommst. So ist das. Ne? Aber war es wohl nicht. Dann habe ich gedacht, der hätte vielleicht gekokst. Aber koksen ging ja nicht. Der Führer konnte nicht koksen. Ne? Wegen dem Nasenbesen. Na, das geht ja nicht. Wenn der eine Leine legt, die ist ja sofort wieder kaputt. Das geht ja nicht. Das ist so. Krieg. Ja, das funktioniert. Bei Krieg lachst du. Sehr gut. Refugees welcome. So. Und dann dachte ich, vielleicht war er Kiffer. Ne? Hätte ich gut gefunden. Der Führer als Kiffer, ne? So im Führerbunker sitzen, ne? Und irgendwie sagen, gib mir mal das Peace. So, das wäre schön gewesen, aber da war natürlich kein Kiffer. Das kann man ja historisch belegen. Ne? Der Führer war kein Kiffer. Wenn er Kiffer gewesen wäre, dann hätte er ja nicht als erstes Polen überfallen, sondern Holland. Vor allem, also, ja, was Sinn, ne? Und was mir letztens auch aufgefallen ist, ne, wenn man Hitlers Mein Kampf auf Amazon bestellt, dann kann man das hinterher mit gelben Sternen bewerten. Ist Fakt. Ist Fakt. Ich habe jetzt eine polnische Freundin. Sind Polinnen da? Die arbeiten. Gut. Ich bin. Warum nicht, wenn man einen Wohnwagen hat, oder? Dann. Wie ihr euch auskennt, ihr Ferkel. Nee, die ist super, ne? Eine Sache habe ich nur festgestellt, das ist so Doppelbett, ne? In so einer Beziehung ein Doppelbett. Das muss man vielleicht heute Abend mal sagen, ja? Für Paare, die hier heute Abend sind. Männer legen sich in ein Doppelbett, um zu schlafen. Hm? Wichtig. Weil Frauen legen sich ja offensichtlich in ein Doppelbett, um Scheiße zu labern. Und das ist so, es ist immer dasselbe. Ich bin fast weg und auf einmal geht's los. Ich denke, das Fenster ist auf. Nein, sie... Dankeschön. Ingmar Stadelmann!